Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Erinnern wir uns an die Generaldebatte vor einem Jahr. Sie stand damals ganz im Zeichen einer großen Fluchtbewegung nach Europa. Bis August des letzten Jahres waren bereits über 400.000 Flüchtlinge in Deutschland angekommen. Und am 19. August machte der Bundesinnenminister eine Prognose, dass bis Ende des Jahres rund 800.000 Flüchtlinge kommen werden. In meiner Rede vor einem Jahr habe ich gesagt, wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher. Wir müssen Regelungen überdenken, Abläufe verbessern, Entscheidungen schneller fällen, national, europäisch und international. Hinter uns liegt ein Jahr, in dem uns vieles abverlangt wurde, in dem viele mit angepackt haben, viele über sich hinausgewachsen sind. Und deshalb möchte ich als Erstes den vielen Haupt- und Ehrenamtlichen danken, die sich so eingesetzt haben, dass wir diese Situation bewältigen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, hinter uns liegt ein Jahr voller Entscheidungen. Wir haben Regelungen getroffen, um die Situation zu steuern, zu ordnen und so die Flüchtlingszahlen auf Dauer zu reduzieren. Wir haben grundlegende Abläufe im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verändert. Entscheidungen werden schneller gefällt. Wir haben eine bessere Asylgesetzgebung, Stichworte, bei denen der Bund für Flüchtlinge, Rechtsordnung und der Kultur, Integrationskurse für Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive. Es gibt Angebote für alle und es gibt auch Sanktionen, wenn diese Angebote nicht genutzt werden. Und wir haben darüber hinaus für die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit vieles verbessern und die Sicherheitsstrukturen gestärkt. Damit hatten wir schon vor den Anschlägen von Ansbach und Würzburg begonnen. Terrorismus ist kein neues Problem, das erst mit den Flüchtlingen gekommen ist. Weil aber auch nicht jeder Flüchtling in guter Absicht kommt, werden wir weitere Maßnahmen ergreifen, um die öffentliche Sicherheit in Deutschland zu stärken. Die Menschen dürfen von uns verlangen, dass wir das Menschenmögliche tun, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Wir werden bis 2018 rund 4.200 zusätzliche Stellen bei der Bundespolizei schaffen, 1.000 neue Stellen für die Sicherheitsbehörden des Bundes, zusätzliche Mittel für eine vernünftige Ausstattung ausgeben, zeitgemäße Technik, moderne materielle Ausstattung. Und wir werden eine neue Cybersicherheitsstrategie bis 2020 noch in diesem Herbst verabschieden. Das alles sind ganz wichtige Schritte. Und die Situation heute ist um ein Vielfaches besser als vor einem Jahr, und zwar für alle. Aber es bleibt natürlich vieles zu tun. Ein großes Problem sind die Rückführungen, der Vollzug der Ausreisepflicht für Menschen, die nicht hier bei uns bleiben können. Und mit Recht erwarten die Bürgerinnen und Bürger von uns, dass wir denen helfen, die Hilfe brauchen, dass wir aber auch denen, die kein Bleiberecht haben, sagen, ihr müsst unser Land wieder verlassen, sonst können wir die Aufgabe nicht bewältigen. Und natürlich sind die Fragen der Integration noch nicht abgeschlossen. Integration, was Sprache anbelangt, aber Integration auch in den Arbeitsmarkt. Hier ist vieles auf den Weg gekommen, aber hier bleibt viel zu tun. Und wir haben uns natürlich bei dem, was wir getan haben, nicht nur auf die nationale Ebene konzentriert, sondern haben auch europäisch und international viel bewegt. Ja, es ist richtig. Die Solidarität innerhalb Europas lässt zu wünschen übrig. Hieran müssen wir weiter arbeiten. Aber es ist auch richtig, dass wir heute einen sehr viel besseren Schutz der EU-Außengrenzen haben als vor einem Jahr, indem wir Frontex vollkommen neu aufgestellt haben. Es ist eine wirkliche europäische Grenzagentur. Auch Deutschland hat seine Position hier verändert. Wir haben eine NATO-Mission in der Ägäis. Und ja, wir haben ein Abkommen mit der Türkei verabschiedet, zwischen der Europäischen Union, zwischen 28 Mitgliedstaaten und der Türkei. Und ich plädiere hier dafür, und will das noch mal ganz deutlich sagen. Wenn die Türkei Menschenrechte verletzt,
dann wird das beim Namen genannt. Wenn in der Türkei ein Militärputsch scheitert, dann sagen wir, dass es gut ist, dass er scheitert und dass es richtig war, dass die Menschen auf die Straße gegangen sind. Die Möglichkeit innerhalb der Europäischen Union sicherstellen können. Darüber müssen wir Einigkeit erreichen, wenn wir die Menschen auch draußen überzeugen wollen. Und bei maritimen, bei Seegrenzen geht es nicht anders, als dass man mit dem Nachbarn spricht, wenn man die Menschen nicht ertrinken lassen will und den Schleppern die Hoheit über die Geschäfte lassen will. Und das können wir nicht. Und das Türkei-EU-Abkommen ist im beiderseitigen Interesse. Es ist gut für viele Flüchtlinge, wenn sie in der Nähe ihrer Heimat bleiben können. Es ist richtig, dass wir Geld für die Beschulung und das Leben der Flüchtlinge an der syrisch-türkischen Grenze ausgeben. Und es ist richtig, dass wir auch die Illegalität bekämpfen, weil Schlepper und Schleuser mit den Menschen ein unglaubliches Spiel spielen. Und es ist, seitdem wir dieses Abkommen haben, so gut wie niemand mehr in der Ägäis ertrunken, während das in den ersten zwei Monaten noch hunderte Menschen waren, Frauen und Kinder. Da kann man doch nicht zugucken, sondern muss man doch mit dem anderen Land eine Regelung finden. Und deshalb ist das Abkommen mit der Türkei ein Modell für weitere solche Abkommen. Mit Ägypten, mit Libyen, wenn es eines Tages mal eine vernünftige Regierung haben sollte, mit Tunesien und anderen Ländern, wo immer das notwendig ist, damit nicht Schlepper und Schleuser über uns sozusagen befinden können. Und meine Damen und Herren, natürlich haben wir auch viel auf den Weg gebracht, aber noch längst nicht genug in unserer Kooperation mit Afrika. Der gestiegene Entwicklungshaushalt spricht dafür. Wir haben den Valletta-Aktionsplan. Jetzt heißt es aber auch für die Europäische Union, das Ganze umzusetzen. Wenn wir über Europa sprechen, müssen wir vielleicht sowieso nicht so viel neu erfinden, sondern einfach das, was wir schon mal beschlossen haben, umsetzen, und zwar schneller als bisher. Dann ist schon viel gewonnen in Europa, in der Akzeptanz für Europa. Deutschland hat sich bereit erklärt, zusammen mit Frankreich und Italien und der Europäischen Kommission eine Migrationspartnerschaft für Niger und Mali zu übernehmen. Durch Niger kommen 90% der Flüchtlinge, die in Libyen dann in See stechen. Und deshalb ist das ein sehr sinnvoller Schritt. Und wir haben natürlich bei der Londoner Konferenz endlich dafür gesorgt, dass die Flüchtlinge in Jordanien, im Libanon besser verpflegt werden, dass die Welternährungsorganisation ausreichende Mittel für dieses Jahr hat, und wir werden das für nächstes Jahr wieder sicherstellen müssen. Und natürlich ist noch viel zu tun. In Libyen ist die Lage absolut unzufriedenstellend, und der schreckliche Bürgerkrieg und der Kampf gegen den IS in Syrien fordern so viele Opfer, und es ist eine grauenvolle Lage. Und ich kann nur hoffen, dass Russland und die Vereinigten Staaten von Amerika vorankommen bei einem Waffenstillstand, dass es aufhört, dass Ärzte und Krankenhäuser bombardiert werden und die Menschen in Aleppo so schrecklich leiden. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen der Flüchtlingsbewegung in Deutschland, heute im Übrigen auch in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz gewählt wurde. Die Wahlen vor drei Tagen in Mecklenburg-Vorpommern und die Wahlen, die in 10 Tagen in Berlin stattfinden, finden unter anderen Voraussetzungen statt als die Wahlen im März. Und dennoch mussten wir vor 3 Tagen einen Wahlsonntag erleben, an dem letztlich nur die AfD gewonnen hat, und zwar zweistellig, indem sie von allen anderen Parteien Prozente abgenommen hat, manchmal gar nicht so sehr in absoluten Stimmenzahlen, aber vor allem auch Nichtwähler mobilisiert hat. Und es hat dazu geführt, dass die Christlich-Demokratische Union im Landtag hinter der AfD liegt. Und uns alle treibt jetzt die Frage um, wie gehen wir mit einer solchen Situation um? Wählerbeschimpfungen bringen gar nichts. Das ist auch nicht angebracht. Und ich habe das noch nie richtig gefunden. Aber Politiker, die wie wir hier Verantwortung tragen, sollten sich sowieso in ihrer Sprache mäßigen. Denn liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn auch wir anfangen,
in unserer Sprache zu eskalieren, gewinnen nur die, die es immer noch einfacher und noch klarer ausdrücken können. Und wenn wir anfangen, dabei mitzumachen, dass Fakten beiseite gewischt oder ignoriert werden können, dann sind verantwortbare und konstruktive Antworten in der Sache nicht mehr möglich. Wenn wir anfangen, uns sprachlich und tatsächlich an denen zu orientieren, die an Lösungen nicht interessiert sind, verlieren am Ende wir die Orientierung. Jeder von uns muss sich nach Wahlabenden wie an dem von Sonntag an die eigene Nase fassen, selbstkritisch schauen, was in Zukunft anders und besser gemacht werden kann. Das versteht sich von selbst, und es gibt ja auch noch genug Probleme zu lösen. Es versteht sich auch von selbst, dass Sorgen, ob nun begründet oder unbegründet, ernst zu nehmen sind. Auch indem wir zeigen, dass das Ernstnehmen von Sorgen und das Erläutern von Fakten zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Und indem wir alle gemeinsam gut daran tun, zu erkennen, dass eine Partei wie die AfD nicht nur eine Herausforderung für die christlich-demokratische Union ist, auch wenn deren Protagonisten das munter verbreiten und andere es mehr oder weniger gerne aufgreifen, zum Teil wieder besseres Wissen, sondern sie ist eine Herausforderung für uns alle in diesem Hause, meine Damen und Herren. Wenn wir untereinander nur den kleinen Vorteil suchen, um zum Beispiel noch irgendwie mit einem blauen Auge über einen Wahlsonntag zu kommen, gewinnen nur die, die auf Parolen und scheinbar einfache Antworten setzen. Ich bin ganz sicher, wenn wir uns das verkneifen und bei der Wahrheit bleiben, dann gewinnen wir, und wir gewinnen so das Wichtigste zurück, was wir brauchen: Vertrauen der Menschen. Und zwar indem wir uns über die eine, und ich halte sie für die zentrale Frage, klar werden, im besten Sinne hier auch streiten und die besten Antworten suchen. Sie lautet: Welches Land wollen wir heute im 21. Jahrhundert sein? Welches Land wollen wir als größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union sein? Welche Rolle wollen wir international spielen? Wie dienen wir unserem Land in diesen Zeiten der Globalisierung am besten? Wie erhalten wir unseren Wohlstand und arbeiten an einer guten Zukunft für Deutschland? Und wie geben wir den Menschen Halt und Orientierung und dem Druck für manche, für vermeintlich einfache Lösungen, bestenfalls Scheinlösungen sind, gleichzeitig nicht nach? Und das in einer Zeit des demografischen Wandels, in einer Zeit, wo es so viele Flüchtlinge gibt seit dem Zweiten Weltkrieg, wie es noch nie der Fall war, in Zeiten der Bedrohung durch den internationalen Terrorismus, in Zeiten, in denen die territoriale Unversehrtheit auch in Europa keine Selbstverständlichkeit mehr ist, wie wir es im Falle der Ukraine erlebt haben. In Zeiten, in denen das Austrittsreferendum Großbritanniens ein tiefer Einschnitt für die Europäische Union ist. In Zeiten, in denen einige Kontinente ein Freihandelsabkommen nach dem anderen abschließen und wir zögern, ob es CETA oder TTIP ist. In Zeiten, in denen viele Länder gerade von Deutschland eine wichtige Rolle erwarten, wie wir das jetzt wieder bei G20 mit Händen greifen können. Deutschland ist wirtschaftlich stark und stabil. Deutschland hat trotz aller Probleme einen großen sozialen Zusammenhalt. Und dieser soziale Zusammenhalt ist unser größtes Fund. Und meine Antwort auf die von mir gestellte Frage lautet: Wir dienen unserem Land in diesen Zeiten der Globalisierung am besten, wenn wir uns an unseren Werten orientieren, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Das ist Freiheit, das ist Sicherheit, das ist Gerechtigkeit und das ist Solidarität. Wenn wir den Menschen eine gute wirtschaftliche und soziale Perspektive geben, wenn wir die wirtschaftliche und soziale Stärke unseres Landes weiter stärken. Und es ist jede Mühe wert, sich dafür mit ganzer Kraft einzusetzen.
Und die Ausgangslage dafür ist gut. Und der Haushalt für das Jahr 2017 spiegelt genau das wider. Es ist ein Gestaltungshaushalt, in dem die Schwerpunkte so gesetzt sind, dass wir damit Antworten auf die Probleme unserer Zeit geben können. Und dazu gehört, dass es ein Haushalt zum dritten Mal ist, der ohne Neuverschuldung auskommt. Und wir wissen, das ist nicht die schwarze Null, von der immer geredet wird, das ist nicht die Bedeutung. Sondern es geht um die Tatsache, dass wir denen, die nach uns Haushalte aufstellen werden, Freiräume eröffnen und nicht die Schulden ansteigen lassen. Wir haben eine gute Wirtschaftslage. Der private Konsum ist der Treiber im Übrigen unseres Wachstums. Und es zeigt, die Menschen haben Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung. Der Arbeitsmarkt ist in sehr guter Verfassung. Die Zahl der Arbeitslosen ist im August 2016 die geringste seit 25 Jahren. Die Zahl der Erwerbstätigen entwickelt sich positiv. Inzwischen sind es 43,7 Millionen Menschen. Immer mehr Menschen finden eine Arbeitsstelle und haben Teil an gesellschaftlichem Erfolg. Die Kaufkraft der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist 2016 genauso wie 2015 gestiegen. Es gibt kräftige Reallohnzuwächse und das spiegelt sich auch in dem Anstieg der Renten wider. Wir hatten die höchste Anpassung der Renten seit 23 Jahren. Das BAföG ist zum 1. August um 7% gestiegen, mit dem Wohnzuschlag addiert sogar fast um 10%. Wir haben die gute Einnahmeseite genutzt, um die soziale Sicherheit zu stärken. Und die Sozialausgaben steigen erheblich von 171 Milliarden Euro im Jahre 2017 auf 187 Milliarden Euro im Jahre 2020. Und das alles ist keine Selbstverständlichkeit. Und das alles spiegelt sich ja in Maßnahmen wider. Für Langzeitarbeitslose, Verbesserungen im Ärzte- und Krankenhausbereich, in der Pflege, Verbesserungen in der Rentenversicherung. Und wir werden hier auch weitere Schritte noch im Herbst in der Koalition diskutieren. Aber eins geht nicht, Herr Bartsch, dass man sagt, okay, wir gleichen die Renten an für diejenigen, die Rente beziehen in den neuen Bundesländern. Aber wir machen keine Angleichung für die, die heute Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind. Wem wollen Sie eigentlich in den alten Bundesländern erklären, dass die Arbeitsstunde in den neuen Ländern höher bewertet wird als in den alten Ländern, dafür aber die Rentner in den neuen Ländern genau dieselbe Rente bekommen wie in den alten? Das wird nicht klappen. Das ist Spaltung. Und damit zeigen Sie, dass Sie eben nicht Gesamtdeutschland im Blick haben. So kann man die Einheit nicht gestalten. Im Osten was versprechen und im Westen dann damit nicht auftreten. Das geht auf gar keinen Fall. Meine Damen und Herren, wir investieren in die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts, weil wir wissen, dass der Rest der Welt auch nicht schläft. In Bildung und Forschung von 21,1 Milliarden auf 22,7 Milliarden seit 2005 haben wir die Forschungsausgaben nahezu verdoppelt. Wir haben die Exzellenzinitiative neu aufgelegt. Wir investieren in Infrastruktur und Verkehr jedes Jahr 2 Milliarden mehr. Wir treiben den Breitbandausbau voran. Hier haben wir erhebliche Mittel jetzt ausgegeben, 1,3 Milliarden Euro für schnelle Internet. Wir investieren in strategisch wichtige Industriebereiche, zum Beispiel gemeinsam mit anderen europäischen Ländern in den Bereich der Mikroelektronik, eine ganz wichtige strategische Investition für die Zukunft. Und wir konzentrieren uns auf zwei große Herausforderungen. Das eine ist die Digitalisierung, Industrie 4.0, die digitale Agenda der Bundesregierung. Wo immer man in Europa hinguckt, wird es sehr genau verfolgt und auch für absolut notwendig gehalten. Und wenn es jetzt darum geht, wo muss Europa besser werden, wird dieser Bereich der digitalen Entwicklung auch ein Kernbereich sein. Die Bundesregierung wird ein Open-Data-Gesetz vorlegen, mit dem wir zeigen, dass der Rohstoff der Zukunft Daten sind und damit auch das 21. Jahrhundert gestaltet werden muss. Wir müssen in den nächsten Jahren im Übrigen die Digitalisierung unserer gesamten staatlichen Aktivitäten voranbringen. Wir haben heute einen Zustand, dass wir es geschafft haben, innerhalb eines Jahres alle föderalen Ebenen zu vernetzen, wenn es um das Kerndatensystem für Flüchtlinge geht, wenn es auch um das Kerndatensystem für Bürgerinnen und Bürger in Deutschland geht.
sind wir weit davon entfernt, und das muss schnellstmöglich nachgeholt werden. E-Governance ist eine der ganz wichtigen Aufgaben, und ich würde gerne im Zusammenhang mit den Gesprächen über den Bund-Länder-Finanzausgleich auch noch mal darüber sprechen, wie viel Kooperation wir brauchen. Denn der Bürger in Deutschland interessiert sich nicht dafür, welche Ebene gerade zuständig ist, sondern er will einen Zugang für sich haben, um alles digital erledigen zu können, was man früher eben nicht konnte. Und meine Damen und Herren, wir werden in die zukünftigen Strukturen investieren müssen, in den 5G-Mobilfunkstandard, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Denn davon wird abhängen, ob das autonome Fahren und viele andere Telemedizin, viele andere Anwendungen überhaupt möglich sind. Und der zweite große Bereich, in dem wir weiterarbeiten müssen, aber auch vieles geschafft haben, ist das Langfristprojekt der Energiewende. Dazu gehört der Klimaschutzplan natürlich, an dem wir arbeiten, aber ein Klimaschutzplan, bei dem wir es schaffen, Arbeitsplätze und die Sorge um das Klima in einen vernünftigen Einklang zu bringen. Wir haben eine gewaltige Novelle für das Erneuerbare Energiengesetz auf den Weg gebracht, und wir werden diesen Weg weiter bestreiten. Wir haben natürlich noch einiges zu tun, das Entgeltgleichheitsgesetz. Die Fragen der Rente habe ich angesprochen, die Reform der Erbschaftssteuer, da bitte ich nur darum, dass man im Bundesrat nicht blockiert, meine Damen und Herren. Die Verschonungsregel für die Arbeit ist eine Regel für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für die Zukunft des Mittelstands, für Familienunternehmen, die ein ganz wichtiger Baustein deutschen Erfolgs sind, wo man eben nicht von einem Tag auf den anderen denkt, sondern langfristig denkt. Und das ist genau das, was der globalen Wirtschaft heute fehlt. Und deshalb müssen Familienunternehmer gestärkt werden. Wir haben also vieles zu tun und vieles vor uns, sowohl in der Außenpolitik als auch in der Innenpolitik. Wir wissen, dass die Welt sich in einem kritischen Zustand befindet. Und wir brauchen auch nichts schöner zu malen, als es ist. Aber wir dürfen den Menschen in unserem Land auch sagen, unsere Finanzen sind geordnet, die Wirtschaft ist stark, wir haben einen guten gesellschaftlichen Zusammenhalt und wir zeigen Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft. Das alles ist unverzichtbar, um unsere Interessen und Werte auch in Zeiten der Globalisierung behaupten zu können und den Menschen in unserem Land Halt und Perspektive zu geben. Und das auch gerade in Zeiten so gewaltiger und schnell ablaufender Veränderungen. Deutschland hat sich seit der Gründung der Bundesrepublik immer wieder verändert. Veränderung ist nichts Schlechtes. Und gerade wir, wenn ich mich nehme, die die deutsche Einheit erlebt haben, haben gesehen, wie Veränderung zum Besseren möglich ist. Veränderung ist auch ein notwendiger Teil unseres Lebens. Und dass unser Land dabei immer stark war und auch weiter stark sein wird, das beruht auf Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen, die spiegeln sich wieder in unserer Liberalität, in unserer Demokratie, in unserem Rechtsstaat, in unserem überwältigenden Grundbekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft, eine Ordnung also, die mit wirtschaftlicher Stärke die Schwächsten in unserem Lande auffängt. Das alles, das, was ich gerade eben genannt habe, das wird sich nicht ändern. Und damit liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland wird Deutschland bleiben, mit allem, was uns daran lieb und teuer ist. Herzlichen Dank.